die Dampfmaschine der Tuchfabrik, verteilt mit der Technik der Transmission ein Riemengetriebe aus Scheiben und Riemen die Kraft an alle Maschinen. Doch spätestens im Maschinenhaus fragen wir uns, wieso bleiben alle Antriebsriemen auf ihren Riemen Scheiben und springen nicht seitlich runter? Fragen wir einen Fachmann und bekommen als Antwort: Die Riemenscheibe ist ballig, also abgerundet, wie wir hier sehen. Und Flachriemen laufen immer nach oben und zentrieren sich selbst. Okay, jetzt wissen wir, wie es gemacht wird. Aber wieso zentriert sich der Riemen paradoxerweise immer oben in der Mitte? Wir wissen, nach den Naturgesetzen strebt alles immer das niedrigste Energieniveau an. Nach diesen Gesetzen müsste der Riemen seitlich weglaufen und abspringen. Der Weg zum niedrigsten Energieniveau. Aber er macht es nicht. Ein Modell muss her, um den Effekt genauer zu untersuchen. Der Riemen liegt bei beiden Riemenscheiben am Rand. Beginnt sich das Ganze zu drehen, wandert der Antriebsriemen wie von Zauberhand nach oben in die Mitte. Er zentriert sich von ganz alleine. Fragen wir mal den Riemen, was er uns zu sagen hat. Ich möchte nicht gestreckt werden, schon gar nicht nur auf einer Seite. Ich fühle mich gar nicht wohl dabei, weil ich mich da immer so komisch verbiegen muss. Tja, hilft uns das weiter? Ja! Da sehen wir mal genauer hin, wie Riemen und Scheiben miteinander agieren. In dieser Ansicht liegt der Antriebsriemen am Rand beider Riemenscheiben. Wenn wir jetzt genauer hinsehen, erkennen wir, dass der Riemen auf der bikonvexen Scheibe unterschiedlich gedehnt ist. Oben mehr als unten. Weiter fällt uns auf, dass der Riemen auf der Scheibe nach oben ausgewölbt ist und einen Bogen beschreibt. Sehen wir noch genauer hin, fällt auf, dass der Riemen die Scheibe zuerst mit der Seite mit der höheren Spannung berührt. Und durch die höhere Spannung haftet er auch stärker auf der Scheibe. Und jetzt passiert das Wunder. Der Riemen versucht an der Stelle mit der höchsten Spannung und größten Haftung auf einer Kreisbahn entlang der weißen Linie um die Scheibe zu laufen, um die Spannung abzubauen. Durch die Auswölbung ist die Kontaktstelle etwas höher als der ungestreckte Riemen und zieht sich damit nach oben, was die roten Pfeile darstellen. Er wandert also mit jeder Runde höher, bis beide Riemenseiten die gleiche Spannung haben. Und da bleibt er jetzt. Läuft er wieder etwas aus der Mitte heraus, wirken die eben beschriebenen Kräfte erneut und zentrieren den Riemen wieder. Was ist jetzt mit dem Energieniveau? Für den Riemen ist die Spannung innerhalb ungleichmäßig. Das versucht er auszugleichen, indem er sich nach oben zieht. Das heißt, der Riemen zieht sich so lange nach oben, bis keine innere Spannung zwischen den Seiten mehr vorhanden ist. Für ihn ist das niedrigste Energieniveau. Okay, das Problem haben wir genial gelöst. Wir sind begeistert und haben das jetzt verstanden. Aus diesem Wissen heraus probieren wir doch mal was ganz anderes. Wir tauschen die bikonvexe Scheibe gegen eine bikonkave Scheibe aus. Da sollte der Riemen sich doch in der Mitte an der tiefsten Stelle am besten wohlfühlen. Also starten wir mal. Doch was passiert hier? Der Riemen läuft schön brav in der Mitte und plötzlich weicht er nach einer Seite wieder nach oben aus. Mit unserem gerade frisch erworbenen Wissen verstehen wir, was da passiert, denn auch die konkave Wölbung führt zu einer einseitigen Dehnung des Riemens, wenn er etwas aus der Mitte herausläuft, was der Riemen mit dem Hochlaufen an den Rand ausgleichen will. Es steht in der DNA des Riemens: Ich muss immer an der höchsten Stelle mit der geringsten Spannung mich zentrieren. Jetzt wollen wir es ganz genau wissen und probieren noch was anderes aus. Ich tausche den Flachriemen gegen einen Rundriemen aus. Der liegt jetzt nur mit einer ganz schmalen Fläche auf und wir fragen uns, zentriert sich ein runder Riemen genauso und bleibt er in der Mitte? Tja, eine Zeit lang bleibt er in der Mitte, sobald er aber an den schrägen Rand kommt, rutscht er seitlich weg. Zur Vollständigkeit probieren wir mit dem Rundriemen noch die bikonkave Scheibe aus. Doch die überrascht uns nicht mehr. Der Rundriemen bleibt in der Mitte am tiefsten Punkt. Fazit: Mehr als extrem genial, was schlaue Köpfe schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt haben und technisch perfekt umgesetzt haben und damit die industrielle Revolution mit Riemengetrieben erst ermöglicht haben.